Also Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail gesehen habt, öffnen wir die Glossy Box im Monat Mai zusammen. Die ist gerade bei mir eingetroffen, sage ich jetzt mal. Und die möchte ich natürlich wie jeden Monat mit euch zusammen auspacken. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Packaging der Box an. Diesen Monat haben wir wieder eine ganz schlichte und einfache Glossy Box, wie sie halt eigentlich im normalen Design immer ist. Legen wir die erstmal zur Seite und zwar waren da wieder Gutscheine drin. Diesmal hatten wir hier einmal von HelloFresh einen 45 Euro Rabattcode, also so eine richtige Karte. Dann haben wir noch einmal von Parfum Dreams einen 12% Rabattcode und einmal von Sansoris, ich kann es nicht aussprechen, auch ein 20% Rabattcode. Das war sozusagen erstmal ja, der grobe Inhalt, sage ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal die Box. Also, so springt mir die Box hier auf jeden Fall entgegen. Mega, mega schön, ein voll tolles Design, auch das Papier hier. Die Glossy Box heißt World of Beauty, also denke ich mal, dass da wirklich hauptsächlich jetzt nur wahrscheinlich Beauty-Produkte drin sein werden. Und, ich kann schon ein bisschen durchgucken. Ich glaube, ich sehe schon eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, das Ganze öffnen wir jetzt mal. Und dann fange ich mal mit, oh mein Gott, dem ersten Produkt an. Und zwar sehe ich hier von Sansoris, dieses, wo wir auch den 20% Rabattcode von hatten, ein Baden-Baden Thermal Spray Energy. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall ist es dieses Produkt hier. Ihr seht natürlich auch nochmal alle Produkte einzeln mit dem Preis eingeblendet, wie natürlich immer. Ja, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Es ist irgendein Spray, vielleicht ein Deo. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, ist es so eine kleine Größe. Ups. Als nächstes, oh, das kann ich super gut gebrauchen, ist von Cetaphil ein Sonnenfluid mit 5, also Lichtschutzfaktor 50+. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen, da ich mega leicht zu Sonnenbrand neige. Gar nicht schön, das ist auch fürs Gesicht. Heißt, das würde ich jetzt als Primer benutzen, da ich im Sommer immer unter Make-up einen Primer verwende. Und ich glaube, da könnte das Produkt hier wirklich sehr, sehr gut sein. Dann habe ich hier noch von Rituals, oh, ich liebe diese Marke, ja, ein Natur Skincare. Ich glaube, das ist ein kleines Gesichtswasser. Das ist ganz, ganz mini. Ja, wie ihr seht, das ist ganz, ganz mini auf jeden Fall. Das ist mit Lotusblüten und Rosenblüten. Ich glaube, das riecht auch total angenehm. Da werde ich jetzt erstmal drin riechen. Ja, es riecht sehr, sehr... es riecht nicht doll. Es hat einen ganz, ganz leichten, blumigen Duft. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schön vor. Dann haben wir hier noch drei Produkte drin. Und zwar einmal, was ist das denn? Von der Marke Oslo Airlines oder so. Airlines, ja wirklich. Ich würde sagen, entweder ist es ja ein Nagelöl oder ein Lippenöl. Da sind auch so zwei kleine Kugeln drin. Ne? Ich bin mir nicht sicher, was es genau ist. Ich denke, wie gesagt, mal ein Lippenöl. Nein, es ist Nagellack. Okay, ich denke mal dann vielleicht ein Topcoat, der das Ganze ein bisschen rötlicher macht. Ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich hier noch ein After Sun Aloe Vera Gel. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich solche Produkte liebe. So Aloe Vera ist eh schon voll mein Ding und dann noch so ein After Sun. Das ist die perfekte Sommerbox eigentlich. Das ist von der Marke Aloha oder der Bro Paris. Ich weiß es nicht genau.
So sieht das Produkt auf jeden Fall aus. Ich blende euch natürlich auch bei den Produkten, wo ich es zeigen kann, auch nochmal die Verpackung an sich an und das Produkt, wie das Ganze sozusagen aufgetragen aussieht. Auf jeden Fall gefällt mir das so schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt das Produkt, wo ich ein bisschen am, ich sag mal, gespanntesten und gehyptesten drauf war, weil ich es schon kenne. Also ich kenne es nicht von mir selbst, sozusagen ich habe das Produkt nicht, aber ich kenne das aus Videos und es wurde mega gehypt. Und zwar ist es von Sleek die Highlighter-Palette. Die müsste eigentlich jeder kennen, der sich so ein bisschen für Make-up interessiert, sage ich jetzt mal. Das ist die hier. Ich finde das mega cool, dass so ein Produkt dabei ist. Ich habe sie jetzt mal ausgepackt. Sleek-Palette. Ich finde das mega cool, weil die wirklich so gehypt ist. Da habt ihr ein Creme und zwei Pudertöne drin. Ich zeige euch die jetzt noch einmal schnell geswatcht. Und ich muss echt sagen, dass ich das total toll finde, weil ich habe so viel schon von dieser Palette gehört. Also so auf YouTube, dass die total gut sein soll. Und die dann jetzt, sage ich mal, zu haben, ist echt cool. Das Design finde ich auch mega schön, weil das einfach so schimmert, so Gold, so in Spiegeloptik. Also wirklich sehr, sehr cool. Also ich muss wirklich sagen, dass mir die Box mega gut gefallen hat. Wenn ich sogar jetzt am besten von den drei, die ich jetzt hatte. Weil alle Produkte daraus, außer der Nagellack, für mich vielleicht nützlich sind. Ich darf ja keinen Nagellack tragen von meiner Arbeit her. Und aber zum Beispiel das hier finde ich auch total cool, weil ich halt sehr empfindlich im Gesicht bin, was so Sonne angeht. Also da habe ich ganz, ganz arge Probleme mit. Und das zum Beispiel dann, ich sag mal, unter Make-up zu benutzen, finde ich total cool. Und das ist sogar für empfindliche Haut. Also eigentlich geht es gar nicht besser. Und ich blende euch jetzt noch einmal hier den Gesamtpreis der Glossy Box im Monat Juni ein. Was ihr wissen müsst, falls ihr die auch habt oder euch das ein bisschen überlegt, genau die zu kaufen, sage ich jetzt mal, die Glossy Box, dass die Produkte variieren können. Also ich denke mal, so Produkte wie die Sleek Palette ist bei jedem drin, aber Produkte wie zum Beispiel vielleicht dieses kleine Gesichtswasser ist nicht bei jedem drin, weil die Box immer so ein bisschen variieren kann, dass jeder mal was anderes drin hat, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, dass mir die Box mega, mega gut gefallen hat. Also ich bin total glücklich, wirklich. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ich freue mich schon, wenn ich die Glossy Box im Monat Juli drehen kann. Ich freue mich immer jeden Monat total auf dieses Video, weil mir das echt so viel Spaß macht zu drehen und dann euch einfach sozusagen zu zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, ihr Spaß beim Zugucken hattet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!